Hallihallo, Hallöle. Ich war gestern und heute ein bisschen shoppen für den Kleinen. Und was ich alles eingekauft habe, das seht ihr jetzt in dem Video. Also, einmal habe ich Steheinlagen gekauft. Da sind 40 Stück drin. Muss ich mal gucken. Ist nur mit einem Klebestreifen. Ich muss gucken, ob ich damit klarkomme. Ja, ansonsten kaufe ich mir noch andere. Die haben 99 Cent gekostet bei Edeka. Sind ja 40 Stück drin. Dann habe ich mir einmal noch mal Baumwollwatte geholt. 100% Baumwolle. Für den Kleinen zum Reinigen. Dann habe ich mir noch mal Babywaschlappen gekauft. Wolken und Schafe. Wonnig weich und himmlisch zart. Kann man da noch so entfalten. Und die kann ich mir ja auseinanderschneiden, weil den ganzen Waschlappen brauchst du ja gar nicht für so einen kleinen Köter. Hat glaube ich jeweils beides 99 Cent gekostet bei Edeka. Dann habe ich von Edeka noch so eine Nook-Flaschenbürste gekauft. Die ist ganz cool, weil, die kann ich eigentlich auch aufmachen. Die benutzen wir sowieso so. Kann ja nur noch um Stunden handeln. Aber ihr habt ja Zeit. Naja, das ist ganz cool. Die hat hier unten so einen Schwamm, damit man halt auch den Boden gut reinigen kann. Und halt hier ganz normale Rundbürste. Und hier ist für den kleinen Nuckel. Oh, es klebt da. Das ist ja eklig. Da klebt noch irgendwas. Naja, jedenfalls halt für den Nuckel zum Saubermachen. Das will ich gleich mal aus, wenn ich die Flaschen desinfiziere und sterilisiere. Sterilisiere? Quark! Ja, wenn ich sie sauber mache, ne? Ihr wisst das schon. Dann waren wir ja heute bei Bibi One und haben unser Verdeck abgeholt. Und dann habe ich einmal so ein Rapskissen mitgenommen. Weil die kleinen Jungs, die kleinen Babys, neigen ja dazu zu den 3-Monats-Koliken. Und dann habe ich schon mal so ein kleines Kissen. Fand ich so ganz hübsch. Auch wieder so in Mint, ne? Türkis und Braun. Fand ich ganz niedlich und ist auch eine super Größe für den kleinen Bauch. Hat 4,99 € gekostet. Habe ich von Edeka eine Thermoskanne mitgenommen, eine ganz normale. 0,5 Liter, also ein halber Liter passt rein. Ja. Passt auch super in meine Wickeltasche, habe ich schon alles ausprobiert mit Flaschen und so. Ist immer noch reichlich Platz in meiner Wickeltasche. Dann haben wir vom Baby One, ich weiß gar nicht, was die Thermoskanne gekostet hat, 3,99 € oder so oder 5 Euro. Dann haben wir hier ein Badethermometer mitgenommen von Rea. Hat, glaube ich, weiß nicht, 2,99 € gekostet oder so. War ich beim Kinder-Second-Hand-Laden und habe nach einer dicken Mütze geguckt, weil es ja vielleicht im März doch noch ein bisschen kälter wird. Und ich habe keine andere gefunden außer diese hier. Aber die ist halt innen drin so mit Teddy. Teilweise mit so einem Teddystoff und ist super klein, so in beige-grau. Hat zwar kein, für die Ohren ist es ganz leicht länger. Und ich wollte hier eigentlich was zum Schnüren haben, aber wir gucken mal. Hauptsache etwas Warmes noch auf dem Kopf. Zur Not kann ich ja eine dünne Erstlingsmütze drunter anziehen und die noch drüber, falls es wirklich nochmal richtig kalt wird. So, und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Für die Sachen, die jetzt kommen, also mit der Mütze, sage ich euch gleich den Preis, was ich
bezahlt habe. Dann so einen ganz normalen weißen Pullover, so ein Erstlingspullover in Größe 56. Das war auch vom Secondhand. Dann habe ich noch so einen Strampler geholt in 56. Schön weich. Und ja. Dann habe ich nochmal so eine ganz kleine, und die sieht noch so niegelnagelneu aus. In 50 so eine Strampelhose. Die fand ich eigentlich ganz niedlich, auch wenn sie blau ist. Dann habe ich noch eine Hose, die ich eigentlich gar nicht kaufen wollte, beim Kinder Secondhand Laden. Die ist von Kick. Auch so eine Jogginghose. Die ist, weiß gerade gar nicht, wo die ist. Ich glaube, die ist in der Wäsche. Dann habe ich einmal so eine Kinderwagenkette gekauft mit so einer Glocke. Und dann kann man die so am Kinderwagen aufspannen. Habe ich schon gemacht. Finde ich total toll. Dann kann er halt hier so ein bisschen greifen und hat hier, kann selber quasi Geräusche erzeugen, wenn er dagegen klappert. Und ja, fand ich ganz niedlich. Dann habe ich eine Bürste gekauft. Die war noch original eingepackt für 1 Euro. Dann habe ich noch so einen Badewannen-Einsitz. Badewannen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Gekauft. Den kann man hier mit 2 Saugnüppels in der Badewanne festmachen und dann hier noch verstellen, die Größe entsprechend. Und fand ich ganz gut, weil sonst müsste man ja die Kinder halt ständig festhalten mit diesem speziellen Griff. Und so bist du halt ein bisschen entlastet. Ich werde es ausprobieren. Wenn es mir gar nicht gefällt, lasse ich es euch wissen. Muss ich noch alles sauber machen, ist halt ein bisschen eingestaubt. Ist halt gebraucht, ne? Und dann habe ich noch einmal diese Badewanne gekauft in Gelb. Die hat hier so ein Anti-Rutsch-Pad, das schwarze. Einen Ablauf hat sie. Und hier schöne Griffe, wo du halt die Badewanne gut anfassen kannst. Wir wollten eigentlich eine mit Ständer haben. Aber wir haben gesagt, oh, brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ein großes Badezimmer und dann kommt da einfach kommt die Badewanne auf die Waschmaschine und dann lassen wir da halt das Wasser rein und wir baden halt Nilo immer zusammen. Und wenn ich Nilo dann raushole, in dem Moment holt mein Freund dann halt die Badewanne, nimmt er sie halt weg, die Badewanne. Und kippt das Wasser aus und dann kann ich halt Nilo dann abtrocknen und ne, wärmen und einkuscheln und fertig machen halt. Für diese Sachen habe ich 33 Euro bezahlt und ich finde, das geht ganz gut. Also ich finde das ganz okay für die Sachen und ja, das war's auch schon von meinem Haul. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir doch in die Kommentarbox. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!